Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Ich habe mich entschieden, das jetzt so zu machen. Ich mache jetzt die Arc hier auf jeden Fall mal am Stück durch, weil eigentlich wäre jetzt ziemlich wieder Rimbaud dran. Aber ich habe mir gedacht, ich kann auf jeden Fall mal die Arc in einem am Stück, in einer Session praktisch machen. Also nicht wirklich eine Session, aber halt am Stück. Und deswegen machen wir gleich weiter. Und zwar, der nächste Part lautet, los vorwärts, der große Kampf auf der Gerichtsinsel. Die Strohpiraten haben es geschafft, ihn ins Lobby zu erreichen. Ihr Ziel ist es, Robin und Frankie aus den Fängen der Weltregierung zu befreien. ロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちは、アイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、司法の島エニエスロビーを目指す。そこには、CP9に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し、仲間の奪還を目指す。街じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、 俺たちはどうした？一方、先行してロビンを追っていたサンジは、ルッチたちに阻まれて、ロビン奪還に失敗。ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは、無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は、逡巡の末、ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人、助けたいそうだね。 そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーロー、ソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。ロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、 正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。Okay, wir haben jetzt schon beim letzten Mal haben wir Zorro gespielt. Ich wäre dafür, dass wir in diesem Part wieder Sanji spielen. Man kann übrigens Outfit auch mal wieder ändern. Inis Lobby, ah ja, da hat er die schwarze Hose an. Das scheint aber der einzige Unterschied zu sein. Und Sanji könnte man auch als Mr. Prince spielen. Okay, da wir letztes Mal Zorro gespielt haben und Ruffy haben wir jetzt auch. Na egal, wir spielen jetzt einfach mal wieder Sanji zur Abwechslung. Sanji macht mega Spaß. ソゲキの島の、ソゲキング？ウソップ君の親友で、この度、君たちの手助けをことつかってここにいる。ヒーローだ！マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ、俺は。そうか、マントしてるからヒーローなのか。かっこいいな。ナミさん、 それとついでにナミさん以外のアホども、ロビンちゃん救出の前に話がある。何、サンジ君？ロビンちゃんは CP9 に何やら過去の根っこを掴まれちまってる。別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが、敵地に乗り込んでもロビンちゃんが戻ってくるかは分からねえ。 関係あるか、絶対許さんぞ。やるべきことは変わらねえ。助けるだけだ。とにかくロビンと会って話すしかないわね。エニエスロビーについて簡単に調べておいた。本島全門を抜けてまっすぐ進めば裁判所に着く。さらに先、 島の裏手には正義の門ってのがあって、その門を通過されちまうともう救出は不可能って話だ。あれ、ルフィは？え、さっきまでここに。こちら本島全門、侵入者を確認。ロビンはどこだ？<笑> Okay.
Oh, Familie Frankie darf nicht draufgehen. Faszinierend. Okay, also schauen wir. Ups. Habe ich die schon gemacht, die Fähigkeit? Moment, habe ich überhaupt schon mehrere? Nee, ich habe bei ihm noch gar keine freigeschaltet. Okay, dann werde ich doch bestimmt mittlerweile neue Fähigkeiten haben für ihn, oder? Nope. Nope. Absolut nicht. Echt jetzt? Wann kriege ich denn... Ich kann noch wechseln. Ich würde gerne noch kurz gucken, ob Ruffy vielleicht was Neues... Ja, Ruffy hätte die Gungum-Axt. Das sollte vielleicht Ruffy zuerst spielen, weil ich hier nichts Neues freischalten kann für Sanji und das ist doch ein wenig schade. Also switche ich kurz zu Ruffy rüber, weil zumindest wir dann was Neues sehen und das ist mir im Moment noch wichtiger. Okay, dann sehen wir uns gleich. Ich cutte hier kurz. Bis gleich. So, alles klar. Diesmal haben wir Ruffy und können uns hier ein paar neue Fähigkeiten, eine neue Fähigkeit angucken. Und beim nächsten Mal nehme ich so oder so Sanji, auch wenn er dann keine neue Fähigkeit hat. Falls ich ihn wieder nehmen kann. Okay, Gum-Gum Axt, das ist wohl das, was er gegen Crocodile eingesetzt hat. Einfach nach oben treten. Das war kurz vor dem Gum-Gum Sturm. Nein, warte mal, das macht keinen Sinn. Gum-Gum Axt ist die Fähigkeit, mit der Arlong besiegt hat. Ah, ja. Dachte doch gerade, da stimmt doch was nicht. Okay. Wir haben aber auch echt wenig Geld gekriegt im letzten Level. Was haben wir hier noch? Kopfgeldjäger? Ja, das klingt gar nicht übel. Und die Fähigkeit ist... Das ist nicht die, das ist die. Okay, wir nehmen noch Kopfgeldjäger, weil wir die zwei Fähigkeiten nämlich eh ständig drin haben. Und dann haben wir auch schon wieder fast kein Geld mehr. Okay, dann noch Defense. Ich hoffe, ich darf Sanji dann demnächst auch nochmal spielen, weil... Kann sein, demnächst kommt eigentlich nur der Kampf von Luki oder so. Nee. Ich denke, Sanji darf mal spielen, weil wir dann gegen Chabura und Eki kämpfen wahrscheinlich und gegen Luki. Also hoffe ich es einfach mal. Okay, die neue Fähigkeit ist Gum-Gum Axt. Das ist... Aha. Das ist so eine Flächenfähigkeit. Gum-Gum Windrad finde ich ein bisschen doof. Dasselbe geht auch für den Slashhammer. Deswegen werde ich hier mal die Gum-Gum Axt nehmen. Hat aber nur einen Stern, aber da kann man nichts machen. Ist okay. Okay, alles klar, dann legen wir los. Oh, ihr seid in meinem Team. Okay, hups. Was soll ich überhaupt machen? Einfach durchsprinten. Okay, können schon mal die Fähigkeit hier einsetzen. Nice. Okay, was können wir... Sturm. Was ist eigentlich mit denen? Muss ich die killen? Eigentlich nicht. Aber ich habe das schon fast eingenommen, aber was soll's. Batz, weg damit. Okay. Ab geht's. Oh, habe ich volles Leben. Eigentlich habe ich schon volles Leben, aber egal. Okay. Folgen wir lieber mal den anderen. Die kämpfen sich hier nämlich ohne mich durch. Sogeking ist einfach ganz vorne. Da ist ein riesen Marinekommandant, aber nicht mehr lange. Oh, ist der groß. Holy shit. Oh. Der ist weggerannt. Okay. Ah, da. Och du Scheiße. Okay. Eieiei, der hat aber Leben. Oh, ich klopp den mal kurz zusammen. Aber ich muss ehrlich sagen, Sanji macht trotzdem immer noch am meisten Spaß. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Der räumt hier auch ordentlich auf dann immer, weil der so scheiß schnell ist. Also hoffe ich, dass ich den bald wieder spielen kann. Was ist hier überhaupt mein Plan? Einfach hier rumzuprügeln, okay. Verteidige Familie Frankie. Hier steht Wechsel. Ich verstehe nicht, was Wechsel bedeuten soll. Oh, Gegner. So weit kommt ihr gar nicht erst da vorne hier. Okay, die Fähigkeit macht zumindest den Bossen überhaupt keinen Damage. Aber die haben aber auch echt wenig Leben, also. So,
Sordele, weg mit dem. Na, da kommt schon wieder welche. Oh. Okay. Wir werden angegriffen. Ich sollte da hintre. Ja, bin unterwegs. Alles gut. Ey! Lass meine Kumpels in Ruhe. Aufgeräumt. Oh, ich habe das Tor zerstört. What the fuck? Waren das jetzt die oder war ich das? Ich weiß es halt wirklich nicht. Da ist ein Anführer. Holy shit, ich flipp ja völlig aus. Geil. Heieiei, es ist awesome. Stopp. Oh, da wollte ich jetzt eigentlich auch nicht hin. Jesus. Ich habe das Ding da kurz mal erobert. Okay. Puh. Jetzt erstmal dahinter, da sind die meisten. Boom, Batz, weg mit. Wow, okay, das hat mich gerade irritiert. Da ist irgendwo ein Marinekommandant. Drücke den Schalter und öffne... Was? Okay, ich muss wohl da hoch? Ah, ich sehe hier zwei Nebenquests. Ich sollte mal mehr auf die Karte achten. Ich hoffe, ich habe noch keine verpasst oder so. Wie komme ich denn da rüber? Da lang. Sanji ist in der Nebenquest. Und da hinten ist dann wahrscheinlich Zorro, der sich bestimmt völlig verlaufen hat. Erobere das Territorium Stadtgebiet Westen gemeinsam mit Sanji. Okay. Ne, sind aber echt wenig Gegner gerade, oder ist das ganze Map da auf der linken Seite? Ja, es sieht ziemlich groß aus, also gehen wir erstmal hier hin. Ja gut, das kann eine Weile dauern, ey. Boom! Gab's nicht so Explosivdinger auch im dritten Teil und die waren völlig sinnlos? Oder war das... Weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube ja, die sind dann immer explodiert, aber nichts ist passiert. Keiner hat Damage bekommen. Ja, okay, das hier einzunehmen können ein bisschen dauern. Aber wir müssen das tun. Ich hoffe wirklich, dass ich noch keine Nebenquests verpasst habe. Aber ich kann mir jetzt zum Beispiel im letzten Part eigentlich fast nicht vorstellen, wo da sowas gewesen sein soll. Batz, ganze Karte weg. Okay, wo ist der Anführer? Da ist er. Boom, Batz. Weg mit dir. Alles klar. Als nächstes gehen wir zu vermutlich Zorro. Wenn ich wüsste, wo der Weg ist, der auf der Karte gezeigt wird. Frage ist, ob das überhaupt wirklich Nebenquests sind oder zur Hauptquest gehören, weil man muss ja diese Schalter drücken. Ich habe mir jetzt gut vorstellen können, dass genau die beiden da die Schalter für mich drücken dann. Weil ich weiß selber nie, wie man... Ich meine, bestimmt musst du einfach nur hin und draufhauen. Ja, ich bin verwirrt mit diesen Schaltern. Ich weiß nicht mehr. Okay, hier sind ganz schön viele Gegner. Die soll ich vielleicht mal kurz wegkloppen. Okay, Zorro, sag ich doch. Sehr gut. Dann helfen wir Zorro auch noch gleich. Hallo! Ui. Okay, Zorro, Ruffy und Sanji räumen zusammen hier einfach mal ein Stadtgebiet nach dem anderen weg. Das finde ich gut. Ui. Sehr schön, dann mal dahinter. Jubeln mir schon zu, das ist aber nett von denen. Weg mit euch. Machen wir doch mal nochmal den komischen Kizuna Rush. Ja, ich bin so scheiß schnell mit dem, ey. Heieieiei. Noch eine Fähigkeit zwischendurch. Batz, Batz. Okay, das geht ganz schön schnell.
Und das war's hier auch schon so gut wie. Dann nehmen wir dich noch kurz damit hoch. Und tschüss. So, sehr schön. Oh, das war falsch. Nein! Das war gar nicht, weil ich erobern soll. Sorry, Zorro. Ah, shit. Na, egal. Ein paar mehr Kills gesammelt, als ich wahrscheinlich brauche. Es räumt hier aber auch schon... Eieieiei, das räumt hier auch schon einiges auf. Holy shit. Und fliegt. Und der Anführer ist auch da und ist gleich mal auf die Fresse gefallen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Alter! Okay, das wäre erledigt. Dann wird Zorros Nebenquest auch erfüllt und dann können wir runter zu den anderen oder so. Ich glaube, ich bin da vorhin echt ein bisschen dumm außen rum gegangen. Gut, ich nehme an, wir müssen einfach nur da hoch und die Schalter da drücken. Hallo? Idioten. Einmal. Ja. Na, man sieht auch auf der Seite hier gerade, auf welcher Höhe ich bin, wie es scheint. Oder auch nicht, es hat sich gar nichts geändert. Wie komme ich da hoch dann? Na, da war ich wahrscheinlich schon. Shit. Vorhin bin ich irgendwie hier lang, ungefähr. Moment, kann ich vielleicht darüber einfach? Das würde mir einiges erleichtern, ich versuch's mal. Nö, shit. Okay, egal, wir gehen einfach wieder die Treppe hoch. Ich hab mich verlaufen. So. Ja, hier geht's auf jeden Fall nochmal hoch. Hier kann ich die bestimmt... Oh. Ich verlauf mich hier. Ich bin Zorro. Oh, das hat funktioniert. Okay, das hat funktioniert. Zorro steht schon da, ist kampfbereit. Wo ist überhaupt Sanji? Na, da kommt er, okay. Okay, dann müssten wir eigentlich gleich schon fertig sein. Dann müssten wir im Gerichtsgebäude sein. Und dann beginnt es wahrscheinlich so richtig. Gegen die CP9 statt hier gegen die Agenten. Gegen die normalen Dudes halt. Gut, dann verteidige ich euch noch kurz. Und dann dürfen wir wahrscheinlich gegen die CP9 kämpfen. Im nächsten Part würde ich annehmen. Ich meine, hier kämpfen sie ja auch gegen Unmengen an Marine-Dudes und CP9-Agenten, also die kleinen Agenten-Fuzis. Okay, kommen die Marine-Kommandanten. Der ist schon der Erste. Er kommt ganz schön angesprintet hier. Halt! Stehen bleiben! Ich... Wo ziele ich hin? So, zwei sind schon mal weg. Einer ist da hinten. Oder auch nicht. Nee, okay, ich dachte, auf der Karte würden die gerade angezeigt, aber ich habe da falsch gesehen. Alles klar, ihr seid fällig. Das will ich eigentlich gar nicht, den Angriff machen. Und weg mit euch beiden. Easy peasy, da hinten ist noch einer, der sich versteckt irgendwie. Es laggt immer, wenn ich in diese Richtung schaue. Da sind zu viele Gegner hier. Was ist denn mit dem? Will der nicht mal runterkommen? Ich muss, glaube ich, den besiegen. Nee, oben ist ein Zeitlimit. Okay. So lange muss ich die Marine aufhalten. Geht ja echt ganz schön ab hier. Schießt schon zum. Na, scheiße, das war ein bisschen Overkill. Der hatte nur noch einen Lebenspunkt. Okay, da sind nochmal welche. Wir haben 10 Sekunden noch. Dann räumen wir euch mal schnell ins Nummer. Ha, der ist an mir vorbeigerannt. Ich bin zu schnell. Holy shit.
Wieder einer weniger, da ist noch einer. Da kommen immer neue, kann es sein. Ja, ihr sollten da vielleicht rein, aber... Boom! Okay, jetzt machen die Explosionen offensichtlich was. Wenn ich den Anführer da wegkloppe... Oh. So, dann gehört uns das Territorium ja auch. Und dann, ja, würde ich behaupten, wir müssen einfach nur dahin drehen. Aber wahrscheinlich sollten wir hier aufräumen, damit alle durch können. Ups, kein Gegner. Okay. Da explodiert einfach alles hier. Ich frage mich nur, warum wir die Gum-Gum-Axt eigentlich jetzt erst freigeschaltet haben, wenn wir die schon im East Blue verwendet haben. Aber okay. 3000 Kills. Holy shit. Ab nach oben. So, das wäre auch erobert. Ich denke, dann müssten wir doch jetzt einfach da hochlaufen können. Das scheint der Weg zu sein. Alter, ist das weit. Okay. Ja, ihr solltet mir mal folgen hier. Oh, shit. Okay, dann habe ich vielleicht sogar den richtigen Charakter ausgesucht, wenn ich jetzt erstmal gegen Bruno kämpfen muss. Bats. So, dagegen kannst du nichts ausrichten. Ich bin jetzt sozusagen im Gear 2 Modus. Nicht wirklich, aber so schnell wie ich bin. Okay, der will irgendwie nicht aufladen, gescheit. Huch. Ich krieg jetzt den Gear 2 automatisch, oder was?仲間を守れねえ。では、どうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように、お前はもう俺について来れねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。 Jetzt geht's ab. Habe ich das jetzt dauerhaft? Es scheint fast so. G und T. Oh. Oh, switcht automatisch auf Chat Gatling. Und ich habe ihn sogar damit getroffen. Hui. Eieiei, Alter, okay, es ist, Alter, geht ab wie sonst was. Alter, hab ich viel Ausdauer. Alter, der hat gar keine Chance. Stirb. もっと面白いもん見せてやるよ。見てよ。やっ。
Yes! Endlich mal ein S-Rang. Die meisten von denen sind fast auf Max-Level, wenn ich das richtig sehe. Ah ne, es gibt noch einen Bonus. Okay, alles klar. Sehr schön. Oi. Oh, jetzt gab's mal Fettkohle. Nice, nice. Sehr schön. ブルーのが負けたってのか。ほう、ロビン、よかった。まだそこにいたのか。帰って。私はもうあなたたちの顔も見たくないのに、どうして助けに来たりするの。私がいつそうしてと頼んだの。私はもう知りたいのよ。 麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったか。こりゃ面白い。ロビン、死ぬなんて何言ってんだお前。あのなロビン、俺たちもうここまで来ちまったから頼むからよ。ロビン、死ぬとかなんとか言っても構わねえからよ。そういうことはお前 俺たちのそばでいえ。そうだぞ、ロビンちゃん。ロビン、帰ってこい。あとは俺たちに任せろ。Okay, dann kommt wahrscheinlich die super epische Cutscene im nächsten Part. Im Part, wo wir dann tatsächlich gegen die CP9 kämpfen werden. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ich darf Sanji nehmen, aber es sieht schon danach aus, ja. Okay, cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Mach's gut und bis dann.